Schweine sind Feinschmecker. Die Menschen erst vom Spargel die Spargelspitzen essen. So suchen die sich das, was ihnen ganz besonders gut gefällt. Und dann fressen sie den Rest. Den Tieren geht es gut und sie finden immer in der Erde noch kleines Getier, immer noch etwas Lebendiges, von dem sie leben. Und das, was die Tiere sich aus der Erde holen, das brauche ich ihnen nicht als Futter zu geben. Ich bin Metzger und möchte gerne das beste Fleisch, die besten Schinken und die besten Würste machen. Wenn Städter nach hierhin kommen und hier stehen und staunen, dann sagen sie, das ist ja hier wie im Paradies. Und wenn die Fachleute kommen, dann sagen sie, das ist Spinnerei. Aber das ist keine Spinnerei. Das ist möglicherweise ein gangbarer Weg in die Zukunft. Denn die heutige Landwirtschaft, vor allen Dingen in der Tierhaltung, die hat so keine Zukunft. Dies hier ist eine Chance für kleinere Bauern auf schlechteren Standorten, die wirklich Qualität machen wollen und die es anders machen wollen und die sonst keine Chance haben für die Zukunft. Jetzt ist es so, dass Bauern, die Tiere erzeugen, das gilt insbesondere für ökologische Bauern, die wirklich liebevoll mit ihren Tieren umgehen. Ja, wenn dann das Tier reif ist, dann weiß jeder, und jetzt wird alles wieder kaputt gemacht. Dann werden die armen Tiere auf einen Lastzug geladen. Tiere, die sich nicht kennen, fangen sofort an zu kämpfen. Die Tiere sind unruhig, die Tiere kriegen Angst. Dann kommen sie auf ein riesengroßes Schlachthaus. Und alles, was wir vorher als Bauern gemacht haben, ist kaputt. Das Schlachtfest war im Leben der Bauern auf dem Land ein ganz, ganz wichtiges Ereignis. Ich glaube, es war so wichtig wie Weihnachten und Ostern. Und das war harte Arbeit, bis alles fertig war. Aber wenn dann die Arbeit getan war, dann wurde gefeiert, dann wurde gegessen und dann wurde getrunken und dann wurde gesungen. Und dann war das ein Fest. So, jetzt kommen Sie bitte und schauen. Und da kann man ja eigentlich nur staunen. Genauso, meine lieben Freunde, sieht es innen bei Ihnen aus. Genau so. Wir sind dem Schwein so nah verwandt wie kaum ein anderes Tier. Schauen Sie sich mal an, wie wunderschön das ist. Das sind doch Kunstwerke. Und das alles ist eingepackt in dieses wunderschöne Netz. Schauen Sie sich das an, kommen Sie näher. Da kann man ja eigentlich nur staunen. Und das ist das Zunge und die Speiche. Ja, wer hat schon mal ein warmes Herz in der Hand gehabt? Genauso sieht auch Ihr Herz aus. Sie werden wohl kaum ein zweites Mal im Leben die Gelegenheit haben, ein warmes Herz in die Hand zu nehmen. Schweine sind Erdtiere, die fressen die Erde, denn die Hälfte der Erde ist Lebendiges. Und da kriegen sie alles das, was sie zu ihrem Leben brauchen, an lebendigem Eiweiß, was ich ihnen im Stall nicht geben kann. Und wenn wir dann das Schweinefleisch essen, sind wir über das Schwein mit dem Boden verbunden. Das ist die letzte dieser typischen Hausschlachterwürste, die Blutwurst. Blut ist reich an Eiweiß, ein sehr, sehr wertvolles Lebensmittel. Und das ist natürlich von dem frischen Blut von heute Morgen nicht haltbar gemacht. Was Besseres und Frischeres gibt es natürlich nicht. Oh. Lecker. Ich hab schon probiert.
Wir kennen alle den berühmten Vers aus dem Alten Testament. Geht hin und machet euch die Erde untertan und herrschet über alles, was ihr da vorfindet. Ich denke, das ist eines der größten Missverständnisse. Gemeint ist ja wohl, der Mensch als die Krone der Schöpfung hat Verantwortung für die Tiere und für den Boden und für die Umwelt. Ha ha ha!